Herzlich willkommen zum heutigen Pool Talk mit Dennis Gastreich. Ja, jetzt haben wir gesagt, wir müssen irgendwann mal diesen Riesenpool auf unserer Mallorca-Finca ausnutzen, um vom Pool raus ein Video zu drehen. Und der Moment ist jetzt. Der Moment ist jetzt. Und gestern war schon ultra hart für uns, weil gestern waren wir Jetski fahren. Und ja, ich habe es zum Unterschied von dir ja geschafft, nicht ins Wasser zu fallen, aber ich glaube, dich hat es mal reingeglasht, ne? 2-3 Mal, es war hoher Wellengang und wenn man dann so ein bisschen übermütig ist, dann passiert das. Ja, aber ich habe das Glück, dass ich mit dem René Rink einen echten Jetski-Profi. Jetski auch so ein bisschen schon. Mit an Bord hatte. Ja, meine Masterclass-Kunden. Die kennen den Dennis ja schon, denn der Dennis, der war jetzt vor ein paar Tagen bei mir zu Gast in der Masterclass, hat ein bisschen was über das Prinzip eines Hochpreisproduktes erzählt, wie so etwas aufgebaut ist. Und du hast ja selber auch ein Produkt in dieser Richtung, nämlich die Music Tutorials, ne? Richtig, es sind gleich mehrere Produkte, die es da gibt in dem Bereich. Ja, Music Tutorials ist quasi die Marke, unter der das Ganze stattfindet. Ja, wo es darum geht, Techno und House Music zu produzieren. Genau, und Trance, ja. Ja, und was halt beim Dennis super ist, und das ist mir eben letztes Jahr auf der letzten Mastermind schon aufgefallen, dass halt wirklich ein echter Experte ist, wenn es darum geht, Hochpreisprodukte aufzubauen. Und letztes Jahr war es ja so, dass ich hierher gekommen bin und hatte eigentlich eher ein verhaltenes Verhältnis zu Hochpreisprodukten, hatte auch selber gar keine. Es gibt ja unser Produktportfolio, also das besteht aus der Cashcore, MovieCash, Dating Cash System, ihr kennt die Sachen wahrscheinlich. Das sind ja alles Produkte im Niedrigpreissegment. Ne? Aber was ich mir damals dachte, als ich zum ersten Mal den Vortrag von Dennis gehört habe zu diesem Thema, war, dass man so mit Hochpreisprodukten natürlich die Kundenqualität enorm steigern kann, zum einen. Und natürlich mehr Zeit sich dann nehmen kann für seine Kunden. Und ja, es gibt verschiedene Vorteile, das zu machen. Und über das wollen wir uns vielleicht kurz heute unterhalten. Sehr gern. Wie bist du eigentlich generell zu dieser Hochpreisthematik gekommen? Ja, da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Aber eine Gemeinsamkeit, die über all dem drüber schwebt, mir ist es halt immer extrem wichtig, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, echte Ergebnisse produzieren. Also ich finde persönlich nichts schlimmer, als, ich sag mal, so Popcorn-Kino zu veranstalten, wo die Leute dann zuschauen und sagen, ach, das ist ja spannend, jetzt habe ich das auch mal gehört. Sondern mir ist es halt immer wichtig, dass meine Kunden echte Ergebnisse bekommen. Das kann sein in der Unternehmensberatung, wo sie halt eben lernen, ihr Unternehmen aufzubauen, zu skalieren, größer zu machen. Das kann aber eben auch sein bei Music Tutorials im Bereich der, ja, man könnte sagen, Online-Musikschule, Online-Community. Da liegt es uns also besonders am Herzen, dass die Leute wirklich am Ende mit einem fertigen Ergebnis dastehen, auf das sie auch stolz sein können, womit sie zufrieden sind, womit sie sich auch an die Öffentlichkeit trauen. Einerseits ist das natürlich die beste Werbung jetzt auch wieder für uns und dass unsere Arbeit gut ist. Und andererseits, in dem speziellen Fall jetzt, erfüllt es noch so ein nicht kommerzielles Nebeninteresse. Und zwar, ich sage den Leuten immer, wenn sie mir persönlich einen Gefallen tun wollen, dann buchen sie ein Training bei uns und werden so gut, dass sie auf den Festivals auftreten können, wo ich gern privat tanzen gehe. Und dann packen sie mich +1 auf die Gästeliste und ich komme dann in die erste Reihe und tanze barfuß im Sand. Das funktioniert natürlich nur, wenn grundgenerell erstmal die Musik professionell klingt und gut klingt. Ja, so ist es bei dir quasi und bei mir ist es ja eigentlich auch so, weil wir ergebnisorientiert arbeiten. Ne? Also, und da ist es besonders wichtig, dass eine laufende Betreuung passiert. Ja? Und so ein Hochpreisprodukt, das setzt sich jetzt nicht einfach zusammen nur so aus einem Videokurs. Ja, das gibt es natürlich auch. Der ist auch sehr exklusiv produziert in unserem Fall. Den haben wir auf den Kanaren gedreht jetzt im Januar. War eine sehr aufwendige Sache. Aber ja, man will natürlich mit den Leuten laufend auch arbeiten, ne, und da echte Ergebnisse produzieren. Und das geht natürlich nur, wenn du regelmäßige Gruppencalls machst und wenn du natürlich auch Einzelcoachings anbietest. Und was bei uns halt dann noch dazu kommt, das war eben die zusätzliche Idee, war, dass wir gesagt haben, wir wollen den Leuten das Werkzeug auch schon mitgeben. Ne? Und deswegen ist es so, dass beispielsweise in unserem Fall jeder Masterclass-Teilnehmer auch eine eigene individuell angepasste Webseite, also Lead-Magnet-Seite mit einem fixfertigen Mail-Funnel dahinter bekommt. Ne? Der wird individuell in einigen Punkten dann auch angepasst, also angepasst im Sinne des Wordings, im Sinne der Farbgestaltung und so weiter. Ja, aber so starten die Leute dann auch viel besser ins Business rein natürlich, haben dann eigentlich schon was Fertiges. Und so läuft die ganze Sache. Wir sind im August jetzt gestartet und man muss vielleicht auch dazu sagen, so eine Masterclass, das ist jetzt nicht irgendwie so etwas, was man so herkömmlich verkauft wie jeder andere Videokurs. Ne? Wenn ich jetzt einen Videokurs verkaufen will, so irgendwie Cashcow und so weiter, mache ein bisschen Werbung dafür. Ist klar, dann kaufen die Leute den Kurs und das ist dann Mitnahmepreis. Ne?
Aber wenn du dann so in Richtung der 5000 Euro gehst, ja, die so eine Masterclass kostet, ist das schon nochmal ein anderes Ding. Und da musst du dir aber die Kunden und die Leute auch ein bisschen genauer ansehen. Weil mein Motto ist eigentlich schon immer gewesen, Kunden sind nicht einfach nur Kunden, sondern es sind Geschäftspartner auf Augenhöhe. Und das ist gerade, wenn man so in diesem höherpreisigen Segment daheim ist, eine besonders wichtige Sache. Also da muss es einfach von der Kommunikation und von der Chemie auch passen. Aus dem Grund ist es so, dass wir auch nicht jeden nehmen können. Das ist eine ganz klare Sache. Sondern wir schauen uns die Leute immer an, wir machen Vorgespräche. Die dauern immer so 10, 15 Minuten. Und den richtigen Call sozusagen, wo wir dann wirklich alles herzeigen, ja, der findet erst später statt, wenn wir sozusagen das Vorgespräch erfolgreich absolviert haben. Also so machen wir das jedenfalls. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es ist alles sehr diplomatisch ausgedrückt und auch grundsätzlich richtig. Ich würde noch ergänzen, also gerade wenn es um so eine intensive Zusammenarbeit geht, wenn es um echte Ergebnisse geht, du kannst da einfach keine Deppen gebrauchen. Ein Depp ist ohne weiteres in der Lage, die gute Laune von 10, 20, 30 A-Kandidaten kaputt zu machen. Und es geht nicht nur ums Geld, es geht eben auch im Kern um echte Ergebnisse. Und da musst du gucken, dass es von den Leuten her passt, dass es von der Kommunikation her passt, wie Wolf gerade gesagt hat, dass es mental passt, dass da die richtigen Leute, die auch umsetzungsstark sind, zusammenfinden und nicht jeder x-beliebige Hinz und Kunz rein kann. Deswegen macht man das ja typischerweise dann so, wie Wolf das gerade auch dargestellt hat, mit Bewerbungsverfahren, dass man sich erstmal kennenlernt. Ja, viele finden das am Anfang so ein bisschen arg elitär. Ja, wieso muss ich mich bei euch bewerben, um Kunde zu sein? Ja, damit wir sicherstellen, dass die dann Kunde werden, auch wirklich erfolgreich werden mit dem, was sie da tun und nicht nur Popcorn-Kino halt eben schauen. Und das war ja auch Thema eines meiner letzten Videos, da ging es um Eigenständigkeit. Ne? Und das ist etwas, was ich besonders schätze, wenn Leute eigenständig sein können. Und das ist etwas, was ich sehr stark bei meinen eigenen Masterclass-Kunden auch merke, das sind eigenständige Leute. Also die machen nicht nur das, was ich sage, setzt das so um, ja, machen sie, ja, aber sie gehen auch eigene Wege. Also wir haben jetzt einige sehr interessante Kunden dabei, die neue Prozesse, neue Strategien ausprobieren, das natürlich auch in die Gruppe wieder reinbringen. Und das hat dann schon einen enormen Mehrwert für alle Teilnehmer. Und so entsteht natürlich das so eine ganz eigene Dynamik. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich mir vorgestellt habe, bevor ich mit der Masterclass gestartet bin. Und genau so ist das jetzt auch. Man ist, was man denkt. Man wird, was man denkt. Und genauso nach diesem Motto werde ich das auch weiterverfahren. Ja. Ja, man darf auch bei all dem nichts vergessen. Wir reden jetzt hier so ein bisschen aus der Anbieterperspektive. Ist ja auch klar, zwei Anbieter sitzen im Pool und reden drüber, was soll schon mal rauskommen. Aber aus Sicht des Nachfragers, aus Sicht des Teilnehmers, der kauft ja jetzt nicht den Wolf oder den Videokurs oder den Dennis oder irgendwas, sondern der Nachfrager kauft, dass er am Ende wirklich mit seinen Ergebnissen dasteht. Und deswegen, ich sage auch immer gern, man braucht so eine Art religiösen Fanatismus, wenn es um die Ergebnisse der Teilnehmer geht, wenn dir das nicht wirklich am Herzen liegt, wenn du nicht wirklich bis in die Fußspitzen davon durchdrungen bist, deinen Leuten das zu liefern, was sie suchen, dann ist das mit dem Hochpreisbereich nichts für dich. Wenn das aber deine Intention ist, wenn du sagst, das ist eine Schiene, auf die du dich einlassen kannst, dann ist das eigentlich der einzige Bereich, in dem du dich austoben solltest, und zwar bitte auch schon von Beginn deines Businesses an, nicht erst, ich mache mal einen kleinen Videokurs und später dann mal Hochpreis oder so, sondern dann starte wirklich mit so etwas. Und such dir im Zweifelsfalle auch Hilfe, wenn du Lust hast, wir können da gerne drüber quatschen, ich bin da Experte. Wenn du denkst, ja, das ist ja schön, aber das mit dem Pool spricht mich nicht an, dann such dir einen anderen, ja. Aber ich bin mir sicher, Wolf wird hier auch nochmal Kontaktdaten verlinken oder sowas. Und dann können wir da gerne einfach mal drüber sprechen, ob das was ist, was bei dir auch umgesetzt werden kann. Genau. Wichtig ist jedenfalls, wie ich es schon mal in der Vergangenheit erwähnt habe, du musst deinen eigenen Weg finden. Ne? Also das ist eigentlich das Wichtigste bei der ganzen Geschichte. Und dann gibt es viele Skills, die man sich aneignen kann, auch mit unserer Hilfe. Das ist ja auch Thema in der Masterclass. Viele Dinge, SEO, Blogging, Kameraarbeit, diese ganzen Geschichten, natürlich Strategien auch. Ja. Und so kann man Schritt für Schritt sein Business aufbauen. Aber das Wichtigste dabei ist eben, dass du eigenständig bist und deinen eigenen Weg findest. Ja. Ja. Wahre Worte aus einem so jungen Mund. Ja, so jung bin ich ja gar nicht mehr. Naja, liebe Leute, ihr seht ja diese Regenwolke da, die kommt jetzt langsam auf uns zu. Das Wetter war ein bisschen sportlich die letzten Tage. Es fing sehr gut an und ging verhalten weiter. Ja, ging verhalten weiter, aber temperaturmäßig passt es im Moment, ja. Ja, liebe Leute, wir schicken euch schöne Grüße aus Mallorca, aus dem Pool unserer wunderschönen Finca, die ich jetzt kurz mal herzeige. Das ist die da hier. Oha. Ja. Wunderbar.
Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Schöne Grüße aus Malle. Liebe Grüße, mach dein Ding, denn wer will, der kann. Ciao.